Reich wird man durch Arbeit, Klugheit oder Fleiß. Was? Nein, Blödsinn. Ich bin Millionenerbin, Marlene Engelhorn, sehr reich und muss es wissen. Reich wird man in allermeisten Fällen, so wie ich, bereits geboren, weil man das Kind einer sehr reichen Familie ist. Damit schwimmt man nicht nur im Geld, sondern hat auch Zugang zu den besten Schulen. Unis, Praktika, Jobs aller Art. Ein immenser Startvorteil. Wie man noch reich wird, indem man andere für sich arbeiten lässt. Superreich wird man nicht durch normale Arbeit. Wenn ein Durchschnittsmensch sein gesamtes Gehalt spart, kein Essen, keine Miete, kein gar nichts, dann braucht es 700.000 Jahre, bis er das Vermögen von Didi Mateschitz erarbeitet hat. Aber heißt das, dass der Red Bull-Gründer Mateschitz in seinem Leben 700.000 Mal so hart oder so viel gearbeitet hat wie der Durchschnitt? Nein, natürlich nicht. Er war Unternehmer. Den kann man mit einem normalen Arbeitnehmer halt nicht vergleichen. Hart arbeiten, tun aber beide.